Was, wenn ich dir sagen würde, dass deine Familie ermordet wurde? Deine Kinder, Brüder, Schwestern, einfach alle. Glaub ja nicht, dass wir keine Juden mehr töten können, nur weil der Krieg vorbei ist. Und das ohne jeglichen Grund. Ganz ruhig. Und jetzt frag dich, was würdest du tun? Wir sind die jüdische Brigade der britischen Armee. Niemand hier wird dir was tun. Alles, was du sehen wirst, geschieht unter dem Radar. Wir befinden sie hiermit für schuldig. Ab jetzt gehörst du zur Haganah. Danke, dass ich hier dabei sein darf. Uns offenbart sich eine historische Chance. Die Welt könnte uns ein Land geben. Ich muss zuerst meine Familie finden. Als ich Ruth das letzte Mal sah, umarmte sie Benjamin. Nach 3 Tagen kamen die Soldaten und brachten uns in den Wald. Sie zwangen uns zu graben. Man hat mir erzählt, dass sich am nächsten Tag noch die Erde bewegt hat. Wer sind diese Leute? Jüdische Partisanen. Sie nennen sich selbst Nakam. Das ist das biblische Wort für Rache. Wir warten nicht, bis die Gerichte ihre sogenannte Gerechtigkeit walten lassen. Ihnen geht es nicht nur darum, Kriegsverbrecher zu töten. Sie ermordeten unsere Kinder und gingen nach Hause, um ihren eigenen Geschichten vorzulesen. Auge um Auge. 6 Millionen für 6 Millionen. Sie planen etwas Großes in Nürnberg. Die Amerikaner sind überall. Wir können nicht unsere Verbündeten vergiften. Es ist Krieg. Wir wussten immer, dass es Opfer geben würde. Nie wieder gehen wir wie die Lämmer zur Schlachtbank. Diese Rache wird monströser, als wir alle dachten. Das ist Wahnsinn. Für sie ist das Gerechtigkeit. Wenn wir sie nicht aufhalten und sie mit ihrem teuflischen Plan Erfolg haben sollten, dann wird sich alles ändern. Einfach alles. Was ihr versucht zu tun, würde den Hass nicht beenden. Es würde ihn nur noch verstärken. Glaubst du, der Schmerz wird jemals vergehen? Ich hoffe nicht. Und kleine Kinder leer, dem Arm.